Hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica Hardcore Mode bei mir auf dem Kanal und zurück hier in unserem wunderbaren Zyklop, den wir hier in einer kleinen Senke geparkt haben, wo es letztes Mal etwas knapp geworden ist für unseren Hardcore Playthrough, aber wir sind noch am Leben und ja, das ist die nächste Richtung, in die wir gehen wollen, denn das ist der Eingang in die oder zur tiefsten Stelle hier im Spiel, wo wir jetzt in das Finale starten wollen. Und dafür nehme ich den Krebs und schwinge mich da direkt mal rüber. Und wir gucken, was uns da erwartet. Wir können mit dem Krebs auf 1700 Meter. Ich könnte auch probieren, jetzt hier mit dem Zyklopen rein zu düsen. Allerdings ist es eigentlich nicht weit. Und ich bin immer etwas, oder ich mag es lieber etwas agiler hier mit dem Krebs unterwegs zu sein. Auch wenn der Kollege nach wie vor nicht mit einem Sprungmodul ausgerüstet ist. Das soll uns aber jetzt nicht stören. Und wir gehen jetzt hier ja in diese Lavahöhle. Und ihr seht schon, da vorne jetzt einen kleinen oder etwas größeren Freund auf uns warten. Und ja, den versuche ich jetzt so mehr oder weniger zu umgehen, so gut es geht zumindest. Und mich hier möglichst zügig in Richtung der Basis vorzuarbeiten, die grob da drüben sein sollte. Ich könnte es ja mal eigentlich probieren hier mit dem Greifer. Ja, okay, das geht ein bisschen schneller, genau. Das habe ich nie so richtig perfektioniert, aber man kann hier relativ zügig vorankommen, wenn man hier den Wurfarm benutzt. Und ja, jetzt sind wir doch, glaube ich, schon an ihm vorbei. Und tatsächlich hier in der letzten Basis. Oh, guck mal, das nehme ich direkt mit. Das fehlt mir nämlich tatsächlich noch ein, zwei für die Rakete am Ende. Oh, hier ist es ziemlich heiß, also schnell wieder rein. Und gehe jetzt hier in die Basis. Oh, 46% hat er nur noch. Ich glaube, ich muss hier mal meinen Krebs reparieren. Was hat denn der gerade für Schaden erlitten? Ist das nicht gut, da durch die Lava zu laufen? Kann das sein? Muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal, aber gut, wir haben es irgendwie überlebt. Und ich lasse den Kollegen auch jetzt tatsächlich hier stehen, denn auch hier in diesen, in dieser Basis hier, passiert es doch häufiger, dass... Oh, habe ich eine Tafel dabei? Doch, habe ich. Haha, Glück gehabt. Passiert es doch häufiger, dass auch der Krebs hier irgendwo stecken bleibt oder aus der Karte rausklippt und von daher... Ja, lasse ich den jetzt mal hier sitzen und gehe zu Fuß rein. Wobei man sagen muss, dass da vorne eine Stelle ist, wo man unendlich von Ionenwürfeln abbauen kann. Tatsächlich. Denn das Ding kommt hier runter. Imperator Eibrutprojekt, genau. Ja, da gehen wir jetzt ran. Was ich sagen wollte, hier kann man die Ionenwürfel abbauen und das wird immer wieder neue Ionenwürfel kreieren. Also hier hat man wirklich die Möglichkeit, richtig Ionenwürfel abzubauen. Das lohnt sich dann, da ein bisschen dran rumzuspielen. Ich nehme jetzt hier mal die Projektdaten zu Enzym 42. Das ist nämlich das, was wir jetzt herstellen wollen. Und wichtig ist zu wissen, dass man hier in alle vier Richtungen ein Portal hat, das man nutzen kann, um in verschiedene Biome wiederum vorzudringen. Man kann hier auch diese ganzen fremden Sachen scannen. Und das will das Spiel im Grunde hier an der Stelle auch, dass man jetzt hier nochmal loszieht und alle vier Zutaten für das Enzym 42 kreiert. Und über diese Anlage hier wird das dann verteilt, wenn man das oder haben zumindest die Aliens versucht zu verteilen. Und das wird dann zu diesen Auslässen, die wir auch schon entdeckt haben, gespült und dadurch werden über die Fische versucht, hier eben dieses Enzym zu verteilen. Ich will jetzt aber direkt mal zum Seeimperator hier vordringen. Dafür brauche ich nochmal eine blaue Tafel. Gut, dass wir eine zweite gebastelt haben. Und dann sollten wir eigentlich dort die letzte Zutat, die uns noch fehlt, finden. Denn wir haben ja... Oh, jetzt weiß ich, was mir fehlt. Nee, ich habe Ionenwürfel dabei. Haha.
Sehr gut. Und zwar sollte das nämlich, die letzte Zutat sollte hier zu finden sein. Und die anderen vier haben wir ja schon in einer kleinen Basis deponiert vor einigen Teilen. Aber jetzt würde ich sagen, begegnen wir hier erstmal dem Seeimperator. Servus. Und mit dem haben wir jetzt eine kleine Unterhaltung. Oh, sinkt hier mein Sauerstoff nicht? Doch. Yes, ich bin da. Whether you swim with the current or fight against it, as they did. Also, die haben sie im Grunde irgendwie halt versucht, mit aller Macht hier aus ihm rauszubekommen, das Enzym, beziehungsweise halt ihn gefangen gehalten. Aber wir machen das jetzt ein bisschen schlauer und deswegen ist er ein großer, oder sie, ein großer Fan von uns, würde ich jetzt mal behaupten. Und hier wird man auch tatsächlich nicht angegriffen. Die ganzen, sag ich mal, Prädatoren, die hier. Genau. Also von den Raubtieren, sag ich mal, werden wir hier nicht angegriffen. Und das hier ist das, was wir brauchen, die Seekrone. Das Ding brauchen wir, davon nehmen wir jetzt mal zwei mit. Genau. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. So, jetzt starten wir das Ding hier mal mit einem Ionenwürfel. Zack. Und jetzt sehen wir hier ihre Eier. Und die müssen wir jetzt zum Schlüpfen bringen. My young need to hatch, to play outside this place. Okay. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. So, also die anderen haben sie nicht verstanden. Sie macht jetzt das Tor frei. Ich gehe mal atmen. Also sie gibt es uns jetzt freiwillig sozusagen und die anderen haben es irgendwie versucht, hier zu nehmen, so gesehen. Jetzt habe ich das Tor leider noch nicht, oder sie hat das Tor noch nicht aufgemacht. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz atmen gehen, denn jetzt auf den letzten Metern hier zu ertrinken, das wäre sehr, sehr ärgerlich. So, jetzt bleibt doch mal oben, danke. Und dann gehen wir noch mal runter. Und dieses Tor führt uns jetzt nämlich an die Stelle, wo ich schon eine kleine Basis gebastelt habe. Und das sollte uns dann ermöglichen, das Enzym 42 relativ zügig hier herzustellen. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal an das Terminal hier. Ja, okay, das muss man hier direkt hinzufügen. So, jetzt darfst du das Tor gerne aufmachen. Na? Zeig, was du kannst. Wunderbar. Dankeschön, das war sehr nett. So, und jetzt haben wir Gott sei Dank noch einen Ionenwürfel dabei. Auch der kommt hier rein. Und dann geht's ab durchs Tor. Und ja, wie gesagt, wir kommen jetzt wieder. Genau, hier gehen die später raus. Oh, was war das jetzt gerade? Was hat er denn jetzt gerade gemacht? So, da ist das Secret, da ist das Enzym zum Schlüpfen. Perfekt, vielen Dank. Und im besten Fall haben wir jetzt hier alle Zutaten, die wir benötigen. Jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie hier alles in mein Inventar bekomme. So. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, das Enzym zu basteln. So, und das war jetzt perfekt, weil wir müssen jetzt nicht durch alle Tore durch, nur um dieses Enzym, also um diese Pflanzenteile zu finden, sondern wir haben das jetzt schön hier in der kleinen Basis gebastelt und können jetzt ganz gemütlich wieder zurück und die Jünglinge schlüpfen lassen. So war der Plan. Und deswegen mache ich das gern so, weil das einfach extrem viel Zeit spart am Ende des Tages.
So, nochmal durchs Tor durch. Das geht netterweise auf der PS5 etwas schneller. Was macht er denn da immer für eine Handbewegung, wenn er durchs Tor geht? So, und jetzt gehen wir einfach hier ran. Und dann sollten die Jünglinge schlüpfen, würde ich sagen. Da ist es schon. Ich gehe mal hier über den Kerl. Und atme hier ein bisschen. Ja, da kommen sie schon. Perfekt. Und die verteilen jetzt im Grunde das Enzym, um die Welt und auch uns wieder zu heilen, sozusagen. Ich kann sie ja mal scannen. Das ist hier, glaube ich, so vorgesehen. Na, komm her. Jungtier, genau. Ne? Okay, da haut er wieder ab. Oh, die sagen alle da. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, glaube ich, bewusst, dass die hier alle so zur Mutter hingehen und mal Hallo sagen. Hey. Warum lässt es sich denn nicht scannen? Liebes Jungtier, jetzt lass dich doch mal in Ruhe scannen hier, bitte. Dankeschön. So, und die müssten jetzt durch das geöffnete Tor eigentlich abhauen. My young are swimming for the shallows. Yes. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Okay, sie macht sich jetzt einen entspannten Abend und legt sich hier hin und wird dann irgendwann mal sterben. Und wir schwimmen den Jungtieren hinterher. Die ziehen hier jetzt nämlich gerade durch das Tor ab und lassen uns heilen. Und dann können wir nämlich direkt die Verteidigungsstation deaktivieren und damit im Grunde uns die Möglichkeit schaffen, hier den Planeten endlich zu verlassen. Also diese Handbewegung, das ist echt interessant. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch dieses Enzym 42 berühren. Und dann sollte uns das tatsächlich heilen. Einmal schön den Überzug bekommen. Okay. Vielen Dank. Jetzt können wir uns mal kurz selbst scannen. Keine Energie, natürlich. Oh, die war auch leer. Oh, ich habe ziemlich wenig Batterien. Oh, und das Ding ist auch leer. Also vielleicht nehme ich mal die Batterie hier raus. Ja, so. Okay. Erstmal selbst scannen. Ja, gesund. Perfekt. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Das ist sehr gut. Und jetzt sind wir direkt hier in der Basis wieder, in der wir zu Beginn waren, wo die Sunbeam abgeschossen wurde. Man kann hier auch wieder zurückkehren, indem man das Portal durch das Wärmekraftwerk nimmt, haben wir ja letztes Mal festgestellt. Und jetzt hier einfach den Weg hochnehmen. Und sich nochmal pieksen lassen. Und dann haben wir das auch schon geschafft. Und wir sind auf gutem Kurs, hier den Hardcore-Modus zu besiegen. Wir müssen jetzt nur noch... Eigentlich müssten wir theoretisch nicht mal mehr die unseren Zyklopen holen. Wobei ich da einige Ressourcen drin habe, die ich vermutlich benötige, um die Rakete zu basteln. Deswegen gehe ich nochmal runter, hole den Zyklop hoch und dann bauen wir die Rakete. Jetzt lassen wir uns aber erstmal stechen hier. Dankeschön. So, und das Ding fährt runter. Der Planet ist geheilt. Ich meine, das dauert jetzt eine Weile, bis alle Kreaturen hier geheilt sind, aber wir sind schon mal gesund und damit haben wir uns die Erlaubnis geholt, hier die Station runterzufahren. Und damit können hier wieder Schiffe landen und vor allem wir starten, das ist das Wichtige. So, jetzt gehen wir hier einmal wieder raus, wieder runter.
Zack. Und wieder durch das Dock. Hab ich eigentlich irgendwas zu trinken dabei? Ja, okay. Cool. Sehr schön. Ja, ist dunkel geworden jetzt hier drin. Aber das soll uns nicht weiter stören. Geht eigentlich der Aufzug noch? Ja, es sieht so aus, als würde der noch funktionieren. Interessant. Na gut, und ab hier rein. Jetzt ist wahrscheinlich unser Segleiter auch gleich leer. Aber das schaffen wir noch bis zum Tor zumindest. Und gucken mal nochmal nach dem Seeimperator. So, das ist immer Stargate-Feeling hier. Wenn das blau wäre, wäre es ein Stargate. So, hier nochmal meine Handbewegung. Okay, 95% in der Batterie. Das reicht uns noch. Und ja, ihr seht, sie ist jetzt etwas schwächer. Kann man sie eigentlich auch scannen? Nicht mehr jetzt zumindest. Na gut. Und ja, wir lassen sie jetzt hier. Sie hat sich ja verabschiedet. Ihre Kinder sind in die Welt hinaus. Und damit würde ich sagen, ist die Mission beendet. Ihr könnt übrigens auch hier unten noch Ionenwürfe finden. Ist jetzt aber natürlich hier keine Voraussetzung. Vor allem, weil wir ja unendlich farmen können an dieser Maschine, die da draußen steht. Zumindest mit dem Krebs können wir das. Jetzt versuche ich hier... Ach, wie komme ich denn hier wieder an Land? Ja, okay. So, und dann gehen wir zurück zu unserem Krebs und versuchen, den heile bis zum Zyklopen zurückzubekommen. Und dann können wir eigentlich schon die Heimreise antreten. Ich hoffe tatsächlich, ich müsste eigentlich nochmal gucken, dass ich genügend Ressourcen für die Rakete habe. Aber ich glaube, ich habe einiges an Kyanid mitgenommen. Das wäre das Einzige, was ich auf die Schnelle nicht mehr bekomme. An Schwefel und Nickel komme ich im Notfall auch nochmal mit der Seemotte runter. Aber zum Kyanid-Vorkommen kommt man wirklich nur mit dem Zyklop oder mit dem Krebs. Das schafft die Seemotte einfach von ihrer maximalen Tauchtiefe her nicht. So, der ist auch bei 100%. Dann hoffe ich mal, dass uns auch jetzt hier der Drache in Ruhe lässt. Das wäre super freundlich. Ich probiere hier mal nochmal den Move, dass ich mich hier ein wenig beschleunige. So, jetzt müssen wir tendenziell, muss ich da hinten wieder raus. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier nicht in der Lava lande, weil das hat mich, glaube ich, gerade doch etwas... Ja, das schadet tatsächlich dem Krebs, hier durch das Feuer zu gehen. Das ist ja gut zu wissen. Okay, so. Zack. Und ich glaube, genau da hinten müsste es schon sein. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier einigermaßen ohne Lava-Berührung rüberkomme. So. Einmal, zweimal. Wo war denn der Eingang? Wahrscheinlich hier, ne? Ja, das sieht gut aus. Okay. Oh, und der Sprungmodul, das ist echt nicht so dolle. Jetzt warte ich kurz, bis der sich auflädt hier. Also, wenn ihr kein Sprungmodul habt, braucht ihr auf jeden Fall den Wurfhakenarm. Das ist anders. Ist das Ding einfach zu träge hier mit seinem bisschen Auftrieb, den er hier erzeugen kann. So, jetzt ziehe ich mich hier hoch. Okay, das sollte passen. Und da ist unsere vorläufige Heimat. Der gute Zyklop. Jetzt hoffe ich, dass ich hier einigermaßen rankomme. Ah, knapp verfehlt. Oh nein. Ah, verdammt. Ah, das ist lästig. Okay, positioniere ich mich nochmal. Okay, das sieht besser aus. Alles klar. So, und jetzt checke ich doch nochmal ganz kurz, was wir jetzt so an Ressourcen hier an Kyanid dabei haben. 2, 4, 6, 7. Ich denke, dass das reicht, um ehrlich zu sein. Da ist nochmal eine 8. Ah, okay, 4 Schwefel. Ja, also wie gesagt, im Notfall sollte da noch was fehlen, dann gehen wir nochmal runter. Wir haben 4 Schwefel, 4 Nickel.
Das ist nicht massig, aber ich denke, das könnte sich genau ausgehen. Hab's nicht mehr ganz in Erinnerung, aber das könnte passen. Ja, und ich glaube, das war's auch schon wieder für heute. Und im nächsten Teil begeben wir uns auf die große Heimreise mit unserem Zyklopen, den Krebs im Schlepptau. Und müssen dann noch einmal bei der. Oh, hier sind noch mal drei Kyani drin. Noch einmal bei der Aurora vorbei tatsächlich, um dann dort unsere Baupläne für die Rakete zu finden. Das werden wir im nächsten Teil machen. Und dann eine ausgewachsene Rakete für unsere Flucht hier vom Planeten 4546B war es, glaube ich, ne? Starten. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich hoffe, die Methode auch hat euch gefallen, mit den Pflanzen zu sammeln. Das ist einfach, finde ich, angenehmer, wenn man das im während des Spiels schon so ein bisschen vorbereitet und dann hier unten einfach nur den schnellen Sprung durch das Portal macht, um dann das Enzym zu basteln. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Teil zu Subnautica Hardcore Mode. Bis dahin und tschüss.